Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von der Plague Your Tale. Die letzte Episode hat leider nicht sehr gut geendet und ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allem, wie Hugo da jetzt drauf reagieren wird. Aber ziemlich sicher nicht gut. Warum muss immer alles so tragisch enden? Das mit der Mutter hätte jetzt echt nicht sein müssen. Links, rechts. Ich gehe links. Oh, mein Kopf. Ja. Ist das ein Traum? Leider nein. Das ist echt. Oh. Da ist jemand. Oh, es wird gleich so abgehen. Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge! Du solltest Mama? Zurück ins Bett gehen. Hugo, ist sie tot? Nein, nein! Geh wieder ins Bett! Victor, bring ihn zurück, bitte! Wir müssen hier weg. Wir holen sie von innen. Oh ja! Er ist es! Ich wusste es! Emily, ich hole dich! Nein! Aber was machst du? Bitte nicht! Bitte! Ich bin die bessere Mutter! Ich bin die du bessere Mutter! Du brauchst mehr! Du brauchst mehr Ratten! Bitte! Was genau soll ich jetzt machen? Sie steht fest, erledige sie! Ruf mir! Sie wollen Blut! Hier ist dein Blut! Fressen für die Ratten! Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was? Was ist das? Halt! Sie schauen mir nichts mehr zu! Sie wollen das Leben! Holy shit! Okay, das ist jetzt maximale Aggression. Es funktioniert! Es kommt noch mehr Ratten! Nein! Ich frech dich auf! Ihr hält nicht durch, Amicia! Gut! Lass ihn! Wir sind gleich am Maximum. Und jetzt? Holy shit. Nein, wir müssen verschwinden, Herr. Es ist lass zu spät. Mich los! Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch, Herr! Ihr werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Ich hab's ja gesagt. Wow. Die Insel ist verdammt. Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier. Oh.
geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Puh. Nichts bleibt, ein neues Kapitel. Bitte, Hugo, sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt hol tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Holy shit. Aber ja, gerade für Hugo ist es jetzt echt tragisch, nachdem er jetzt seine Mutter verloren hat. Ich meine, das will man sich gar nicht mehr ausmalen, wie das ist. Ah, bitte lass das Spiel nicht schlecht enden. Ist es der Arm? Die Schulter. Und die Schnittwunden? Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Es gibt so Sachen, die echt wehtun beim Zuschauen, und das war gerade eine dieser Sachen. Atme. Aber bitte lass uns jetzt nicht einen Mega-Standoff haben. Das wird so überhaupt nicht passen. Oh. Natürlich kann ich da nicht rein. Aber vielleicht von da hinten. Pass auf ihn auf. Ich beeile mich. Ja. Wobei, ich glaube, wir brauchen jetzt eh nicht mehr allzu viel Zeugs. Naja, es war sogar ein Werkzeug mit dabei. Vielleicht nur ein zweites für ein Upgrade. Wirklich ausmaxen musste man hier eh noch nicht wirklich was sein. Und da ist die passende Werkbank. Aber na eben. Los. Alles wird helfen.
Ja, wir haben nur eins. Die Schuss-Upgrade wäre noch geil, aber ja, fehlt das Werkzeug. Es muss hier irgendwo rausgehen. Ja, ich würde sagen, da. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch, ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Na gut, aber geh nicht zu weit. Vor allem geh vorsichtig mit ihm um. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Nein! Versperrt. Aber das Zeichen, ich kann es von hier nicht bewegen. Sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Kann ich da was machen? Ja. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Der Junge hat einen Schock. Und schon einen ganz gewaltigen. Na los! Ah, nach hinten. Okay. Da hat's noch du so einen Wagen. Durchhalten. Was hat mir das jetzt gebracht? Ah, dass wir hier einen Durchgang haben. Schau ich doch hier mal zuerst. Was haben wir hier? So ein Chaos. Ich kann nicht. Oh, bitte. Bitte, wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich kann nicht. Hilfe. Oh Gott. Steh auf. Steh auf und geh weiter. Eine Stange mit einem Seil. Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Ah, ich glaube, ich sehe schon. Einmal das nach unten bringen. Nein. Ja. Alles andere als gut. Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann meinst du? Kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Er steckt fest. Das ist zu hoch! Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Was zur Hölle? Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein! Das ist nicht zu Hause! Hugo, sieh mich an!
Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Die Frage ist, wie lange sie das jetzt noch aushält. Okay, ich dachte schon. Bleib nah dran. Pauli. Der Himmel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Okay, das ist echt ein neues Level. Was zum? Ah, so. Okay. Probieren wir es nochmal. Achso. Was? Bin doch nochmal zurückgegangen. Okay, also dieses Nebeldings da nicht reingehen. Finde das Feuer ungeil. Aber wenn man da nicht reingehen können, kann ich mir wenigstens irgendwie so seitlich dran. Ja, das geht. Warum macht es das Feuer aus? Vorsicht! Da ist noch mehr! Ich sehe sie! Okay, also von denen irgendwie wegbleiben. Gehen wir hier. Ja, ja. Das ist echt schlimm. Schlimm beschreibt es nicht mal. Was zum... Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Da seitlich. Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Einmal ganz kurz, ich brauch mal hier mal kurz ein Foto. Ah, immer diese Unschärfe. Auf der anderen Seite vielleicht besser. Oh, das wäre ein geiles Artwork auch. Okay, geh mal wieder weiter. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Aber ja, das ist Maximum Kacke hier. Wah. Wir gehen halt einfach in Leichen und diversen Überresten. Was für Albträume muss man haben, damit man Lukas, da so ein Skript schreibt? Ich sehe es. Was zur Hölle? Was zum... Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey, ich warte. Gehen wir, Lukas, los. Ja. Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauf! Oh. Bleib dicht an der Wand. Hey. Schnell, hier stürzt noch alles an. Das war die ganze Zeit hier unter drunter. Oh nein!
Ah, ich kann nicht gerne anders. Da geht's runter! Nicht nachher! Komm hier runter, schnell runter! Oh, das ist übel! Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen! Los, rennt so schnell ihr könnt! Verdammt seid ihr! Ihr verschwindet hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Atmen! Atmen! Hugo? Hugo? Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Was bestimmt nicht so einfach sein wird. Erreiche die Oberfläche. Ich sehe das nicht schon. Oder meinst du das da oben? Okay. Liebe Leute, es gibt ganz kurzen Cut für euch und dann geht's gerade wieder weiter. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Gehen wir mal hier weiter. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das vorher erwähnt habe. Aber, also Plague Tale, wie gesagt, da könnte man einen richtig geilen Film machen. Moment. Also die Story wird es hergeben. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Das hätte hier halt so schön sein können. Das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Davon will ich gerade noch mal ein Foto machen. Tut mir leid, liebe Leute, es geht gleich wieder weiter. Aber das sieht halt einfach zu krass aus. Maximale Schärfe bitte. Interface weg. Holy shit, das ist einmal eine komplette Neugestaltung von der Insel her. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Bitte pass auf, was du tust. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Okay, dann erstmal zu der Kiste hier. Und da bin ich aber auch schon voll. Scheiße. Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten. Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Lichter aus.
Das wird jetzt spannend. Wo sind die anderen? Ich würde da gerne hingehen. Mach mal die Lichter hier wieder an. Ich probier's mal. Oh Scheiße, nein, das glaube ich wird nicht gut gehen, oder? Naja, nee. Oh, und jetzt hier da den Stein. Ist da hier treffen. Na, warum greifen sie jetzt nicht an? Das? Wer sonst? Wollt ihr euch verstecken? Ist er jetzt so blöd und kommt nicht rüber? Ihr könnt nicht weit sein. Kommt schon raus. Okay, das ist maximale KI-Intelligenz. Aber warum die Ratten ihn nicht angegriffen? Bitte dreh dich jetzt nicht um. Dreh dich nicht um. Ah, wir könnten ihn eigentlich auch töten. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. So, er hat einen Helm. Ich glaube, ich werde dich töten. Einfach weil ich es kann. Einer weniger. Kriege ich das Feuer von hier aus? Ja, komm. Hat aber nicht sehr viel gebracht. Ja, gleich. Was für einer kommt hier? Einer mit Helm. Wir könnten auch die Ratten zu dir hinlocken. Ein toter Kamerad. Aber die Ratten kommen nicht zu ihm, so wie es ausschaut. Okay. Wir gehen hier erstmal runter. Oh, aber das hole ich mir. Was machen wir jetzt gegen dich? Da hat's noch mal Ratten. Bitte schön, ich habe Soldaten für euch. So. Nee, da war wohl nix. Warte. Hä? Von wo? Vergib, was war das? Scheiße, der hat einen Helm. Nichts, wie immer. Ah, das ist doch scheiße. Nice. Okay, dann sind wir hier erstmal safe. Glaube ich zumindest. Oh fuck, eine Wache. Mit Helm. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch.
Okay, wir schauen erstmal, wie sein Weg ist. Wir gehen auseinander, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich möchte da oben raufgehen. Ja, geh bitte nicht hier rein. Komm, geh mal weg hier bitte. Ich muss hier weiter. Macht man einmal die Rattenpower. Geht es dir noch gut? Ich weiß. Und dann kann er sie so jetzt nicht einsetzen. Okay, wir gehen mal in das Gebäude da rein. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. So, wir brauchen mal Extinguis. Oh, ich kann das gar nicht anvisieren. Achso, weil ich noch nichts gemacht habe. Ja. Nice. Und einmal das hier lösen. Alles gut, das. Oh. Gut, damit vielleicht. Gehen wir schnell. Und tschüss. Hey, komm mit hoch. Los, hoch da. Ich versuch's. Yes! Wir sind in Sicherheit. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich? Nach dem, was er getan hat? Na schön. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anu und dann verschwinden wir. Ja, ob das so eine gute Idee ist. Alles klar. Aber hier ist einfach mal komplett alles zerstört worden. Der Turm. Holy shit. Okay, wir brauchen noch mal Extinguis. Na, kommt der andere jetzt auch raus? Na, komm doch mal her. Ich habe jetzt leider ihn getroffen, anstatt wie die Fackel da hinten. Ich werde angegriffen. Hilfe! Ja, komm doch her. Sucht alles ab. Schon unterwegs. Na gut, dann gehen wir halt mal weiter. Oh, top. Ah, scheiße, da ist es dunkel. Komm natürlich da zu mir. Das ist nicht so ideal. Okay.
Geht's doch mal hier hin. Da kann ich auch nur verwerten. Oh, das ist eine Kiste. Wie hast du mich jetzt von da hinten gesehen? Aber oben ist noch jemand. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Ja? Wie kannst du mich da sehen? Ich glaube, wir sollten uns um den da oben kümmern. Es wird sonst noch zum Problem. Bist du einer mit Helm? Ich sehe den gar nicht. Der Sohn kann uns nicht aufgegeben haben. Nach allem nichts. Da kommt er wieder. Hier ist gar keiner. Komm, dreh dich mal wieder um. Dankeschön. Ich will wissen, was hier drinnen ist. Nö, hier ist gar nichts. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rassen mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Scheiße, der geht hier rauf, oder? Okay, schnell weg hier. Was ist das? Komisch. Du hast hier nichts gesehen. Könnten wir die Ratten nicht noch da oben bringen? Aber wenn ich das Feuer dicht mache, dann kommen die auch zu uns. Was, du gehst jetzt hier unten rein? Komm, dreh dich wieder um. Hugo, bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib. Bitte. Komm, geh bitte wieder weg. Geh nach oben. Musst du jetzt ausgerechnet dastehen? Okay, sehr gut. Dann können wir erstmal gehen. Ich hoffe, wir können jetzt da runter, obwohl wir hier die Ratten rausgelassen haben. Schnell noch da oben. Boah, das ist eine schlaue Idee. Und hoch. Mal schnell nach da unten gehen. Hey, schon von Milo gehört? Der Sklaventreiber, was ist mit ihm? Er ist tot. Sein Versteck, seine Männer, die Sklaven, verschwunden. Man sagt, hier soll sie begonnen haben. Die Schänderin hat wohl den Sohn dazu benutzt. Ich mochte ihn nicht, aber aus dem Palast. Spezium ist eine echte Todesfee. Der Graf beerdigt wohl seine Ehefrau. Das muss fürchterlich jetzt sein. Wenn man sieht, was sie mit ihren Opfern machen. Ja. Wir haben auch Tote. Die meisten bekommen kein anständiges Grab. Wir gehen gerade wieder nach oben. Entschuldigung. Der Sohn kümmert sich darum. Der Sohn hat das getan. Er hat es wegen ihr getan.
Aber der Graf wird ihm schon beibringen, wie er die Welt erleuchten kann. Hoffentlich bin ich dann noch am Leben. Okay, er bewegt sich jetzt wieder normal. Fuck. Er kommt jetzt zu mir, das heißt, ich komme nicht weiter. Der Glockenturm scheint der einzige Weg in die andere Dorfhälfte zu sein. Hängt nur knapp über dem Wasser, aber... Keine Wahl, nehme ich an. Okay, ja, das werden wir versuchen, wenn sie wieder nach hinten schauen. Wobei, liebe Leute, ich muss leider die Spannung wieder killen. Wir sind bei 40 Minuten, sind wir da drüber. Aber schön ist gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und sollte das Ende nah sein, kommt es jetzt gerade in dieser Episode noch. Denn ich denke, es dauert nicht mehr lange. Also, bis denn dann. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.